8000 vor Christus wurde Naturalgeld benutzt. Das bedeutet, dass Ware gegen Ware gerecht getauscht wurde. Achthundert vor Christus wurde die Münze erfunden. Nun wurde Ware gegen Münzen getauscht. 700 nach Christus erschien das erste Papiergeld in China. Im 17. Jahrhundert wurde Papiergeld auch in Europa eingeführt. Seit 2002 gibt es den Euro in 12 Ländern als Buchgeld. Mittlerweile sind es 19 Länder in der Europäischen Union, die den Euro führen.